373 Zuckerrüben und damit begrüße ich euch zum nächsten Szenario hier auf der Niddertalbahn. Guten Morgen, Lokführer. Heute holen Sie einige volle Zuckerrübenwagen entlang der hier in Altenstadt beginnenden Strecke ab. Sehr gerne. Das machen wir mit der 365 hier, in der wir gerade sitzen. Habe ich gerade 363 gesagt? Ich meine natürlich 365. Kleiner freudscher Versprecher. Ihr Zug ist heute diese Baureihe 365. Steigen Sie ein und koppeln Sie die vollen Wagen vor sich an. Ja, hinter mir sind sie, nicht vor mir. Machen wir doch mit Vergnügen. Übrigens hier diese 300, das Szenario heißt ja hier 373 Zuckerrüben. Das ist eine kleine Anspielung auf die Class 373, also ein kleiner Running Gag. Das ist praktisch die alte Eurostar-Lok, beziehungsweise der alte Eurostar-Zug. Und da gibt es immer wieder Anspielungen darauf, dass das, ja, weil das halt ein starker Wunsch ist von der Community, die 373, die Class 373. Dementsprechend gibt es auch die Anspielungen darauf. So, schalten wir noch die Sicherungssysteme an. Indusi ist an. Okay, dann einmal den Fahrtrichtungswender nach hinten. Und auf geht's. Wir koppeln an. Hab gar nicht geguckt, ob die Federspeicherbremse gelöst ist, aber das scheint sie wohl zu sein. Ja, das ist unser heutiger Zug, beziehungsweise unsere Lok. Und an den Zug koppeln wir jetzt gleich an. Auf der Niddertalbahn. Oh, wir müssen uns gleich noch um die Zuglichter kümmern, um die Spitzensignale. Ups, ah, war ein bisschen sehr hart. So, manuell angekuppelt, nicht mit der Rangierkupplung hier. So, wie machen wir denn die Zuglichter an? Gut, bringen wir ihn nun nach Büdesheim, wo die nächste Lieferung abgeholt wird. Alles klar, vorher mache ich hier noch die Signalleuchten an. Vorbauleuchte gerne an. Motorlicht meinetwegen. Signalleuchte hinten. Signalleuchte vorne rechts an. Vorne links an, vorne oben an. Motorraumbeleuchtung. Führerstandsbeleuchtung brauchen wir nicht. Leistungsschalter ist an. Okay. Jawohl. Haben wir hinten auch die. Ja, wir haben die Zugschlusstafeln. Sehr schön. Hier so ein kleiner Zug beladen mit roter Bete. Wir werden. Ich weiß nicht genau, ob wir das Szenario komplett bis zum Schluss spielen werden. Müssen wir mal schauen. Aber auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal hier ein bisschen durch die Gegend fahren. Vielleicht mache ich das so, dass das ein zweiteiliges Video wird, aus zeitlichen Gründen leider. So. Haben uns mal hier befreit von der Indusi und dürfen theoretisch 40 fahren. Sind doch hier im Ferngang, das heißt also, wir dürfen noch vor Max 60 fahren. Genau, im Streckengang 60 km/h. So, jetzt dürfen wir auch hoch auf die 60. Süß, ne? Unser kleiner Zug hier. Baureihe 365 ist praktisch neu. Ist natürlich nicht die identische Lok wie die 3, wie die 363. Das Modell und so ist alles gleich.
Aber der Führerstand wurde etwas angepasst hier, vor allen Dingen die Indusi-Einrichtung wurde neu gebaut. Wir hatten ja vorher keine Indusi, sondern eine PZB hier drin, von daher ist das jetzt der Zeit entsprechend angepasst. So, wir sind auch gleich schon bei unserer Höchstgeschwindigkeit angekommen. Ich nehme mal die Leistung raus. Wunderschön, oder? Okay, bisschen Leistung wieder rein, es geht bergauf. Ja, schaut euch hier gerne um. Die Niddertalbahn erscheint heute, ist heute erschienen, wie auch immer. Auf der Konsole müsste es bereits schon erschienen sein. Für den PC dauert es meistens bis so 18 Uhr, bis die Add-ons verfügbar sind. Ein bisschen nehme ich die Leistung raus. Oh, was ich hier auch noch mal zeigen muss, das ist hier, wie die Schienen hier miteinander vernietet worden sind und dass man das hier wirklich sehen kann. Das finde ich ja so cool, ne? Das ist so gut gemacht und wir hören das ja auch die ganze Zeit, ne? Dieses Rattern. So, Pfeiftafel. Wow. Also davon muss ich mal ein Foto machen. Das ist ja unglaublich, diese. Wow. Wir sind ein bisschen zu schnell. So, ja, das passt. So, BÜ-Signal blinkt hervorragend und Hauptsignal zeigt, dass wir fahren dürfen. Auch das, ich habe es glaube ich schon mal gezeigt. Was ich sehr, sehr cool finde, ist, dass man ja praktisch hier die Signallampen absenken kann. Das ist schon echt cool gemacht. So, kurz mal reingebremst, damit wir nicht zu schnell werden. So, auch hier. Hervorragend, hervorragend gemacht. Einfach schön. So, wir können gerade ganz gut die Geschwindigkeit halten. Huch, kleiner Freeze. Ja, performancetechnisch ist die Niddertalbahn, das ist vielleicht so das einzige Manko. Performancetechnisch ist die Niddertalbahn ein bisschen schwächer als die anderen Strecken. Ne, während ich normalerweise so irgendwas 40 bis 50 FPS habe, sind es hier so im Durchschnitt eher so 30. Und je nachdem, was man halt eben für ein PC hat, ist das entsprechend unterschiedlich. Aber das liegt halt auch einfach an dieser absolut grandiosen Ausgestaltung der Strecke. Ne? Überall die Details. Klar geht das so ein bisschen auf die FPS. Und ich finde, das ist aber ehrlich gesagt okay. Da habe ich lieber ein bisschen mehr Details und etwas weniger FPS.
als andersrum, ne? Viele FPS dafür halt nichts zu sehen. Das finde ich auch ganz cool hier. TSG Funken hat sich da Trains of Germany einmal selbst dort verewigt. Und auch ansonsten hier die ganzen Details im Führerstand, ne? Schön gemacht auf jeden Fall. Wieder eine Pfeiftafel. Auch hier will man den Wald uns mal umgucken, dass hier einfach so random noch ein paar Pilze da sind. Bisschen fahren. Ups, wir werden hier immer mal wieder weggeschmissen. Hier Zitronen. Nee, doch nicht. Ich dachte kurz, das wären Zitronenbäume oder so. Aber das ist schon. Das ist schon gut gemacht. Fenster lässt sich natürlich auch öffnen. Auf der anderen Seite ebenso. Und wir haben Langsamfahrt zu erwarten. Ich würde sagen, wir bremsen jetzt mal nicht unbedingt, weil es eh bergauf geht. Gleich haben wir sowieso schon von alleine die 40 erreicht. Okay, und wir haben halt zu erwarten. Das wird natürlich dann auch gleich bestätigt. Dann werden wir danach abbremsen, weil wir anscheinend halten müssen. Einer der wenigen Lichtsignale übrigens hier auf der Strecke. So, haben wir bestätigt. Und in 700 Metern ist das Halt zeigende Signal. Wir sind jetzt schon ohne zu bremsen auf 30 km/h abgesunken mit der Geschwindigkeit. Ich gebe sogar noch ein bisschen Leistung rein, bevor wir hier komplett absaufen. Die Wagen sind übrigens auch neu. Hier diese ES05 Nullwagen, beladen mit roter Beete. So, hier einer der wenigen Stellen, wo uns ein bisschen KI-Verkehr entgegenkommen kann, nämlich die 110er und die 103er aus der linken Rennstrecke, die uns hier durchaus begegnen können. Und da vorne müssen wir anhalten. Vermutlich müssen wir warten. Ah, ich hoffe, es fängt nicht an zu regnen. Ich hätte gerne lieber gutes Wetter. So, Leistung nehme ich mal raus. Auf 0. Abgesenkt. Und dann halten wir da vorne gleich an. Uns wurde mitgeteilt, dass auf der vorausliegenden Strecke eine 628 ausgefallen ist. Wir wurden gebeten, heranzufahren, um sie zum nächsten Bahnhof zu schieben. Oh. Okay. Interessant. Ich denke mal, dann müssen wir erstmal hier anhalten und abkuppeln, oder? Also erstmal hier anhalten. Oh, das war aber echt abrupt abgebremst. So. Was nu? Formation ankuppeln.
fortfahren mit reduzierter Geschwindigkeit. Okay, jetzt frage ich mich nur, ob wir unsere eigenen Wagen abkuppeln müssen. Anformation ankuppeln. Anformation ankuppeln. Da steht nichts von abkuppeln. Also würde ich sagen, nehmen wir die mit. Anscheinend ist das so geplant. So, ich habe jetzt hier den Fahrdienstleiter angerufen. Da ist zwar jetzt kein Ersatzsignal. Aber ich würde sagen, wir fahren trotzdem mal an dem Signal vorbei. Und zwar mit PZB Befehl 40, mit Edusi. Wie heißt das hier? Edusi-Befehl, ja. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Drücken wir mal. Okay, schien wohl also kein Problem zu sein. Hier in Heldenbergen, Windecken. Nicht ins Abstellgleis rein, das wäre ganz gut. So. Wir fahren 50 dürfen wir fahren. Ich mag die 363, beziehungsweise die 365, ne? Ist schon irgendwie bisschen underrated, finde ich. Weil es halt letztlich nur eine Rangierlok ist, aber trotzdem einfach sehr schön. Hier einer meiner Lieblingsstellen auf der Strecke. Hier das Haus mit diesen ganzen Bäumen da drumherum. Schon schön. Sehr idyllisch, ne? Hier auf dem Bahndamm. Moment, das wollte ich hier einmal. Einmal steht da irgendwas? Reifen, Gasthäuser. Okay, ne, nichts Besonderes. So, da kommt keiner. Und da vorne müssen wir dann an den Zug ran. Ich weiß jetzt nur nicht so genau, was wir jetzt hier mit diesen Wagen hinter uns machen. Das war mir jetzt gerade ein Rätsel. Also anscheinend hätten wir die wirklich mitnehmen sollen. Aber dann verstehe ich nicht. Dann sind wir ja irgendwann in der Mitte. Ich glaube, wir hätten die Wagen da lassen sollen, ne? Ja, doch, hier sehen wir es. Dass wir hier später wieder an drei Wagen ankuppeln müssen, also an die hier wohl. Okay, dann habe ich das Szenario wohl ein wenig. Ja, dann habe ich es, glaube ich, verkackt. Ups. Mal gucken, ob wir das noch zu Ende fahren können oder nicht, vorher irgendwie was kaputt geht jetzt. Ja, ich hätte die definitiv da lassen sollen. Wir sind etwas. Na, keine Schnellbremsung. Oder vielleicht doch Schnellbremsung.
So. Aber zack hier durch den Baum durch. So. Einmal hier ankuppeln. Na? Erkennt er das nicht? Müssen wir die vielleicht zuerst abkuppeln? So. Und jetzt hier nochmal kuppeln. Okay, doch, ja. Okay. Und wohin nun? In welche Richtung müssen wir jetzt fahren? Ach, wir müssen den Zug schieben. Okay. Dann müssen wir vielleicht gar nicht die Wagen hinter uns abgekuppelt haben. Dann haben wir vielleicht doch alles richtig gemacht. Das ist jetzt aber interessant hier. Ich hoffe, dass wir genug Power haben. Es wird auf jeden Fall nicht einfach für unsere kleine Lok hier. So, da sind die Bremsen gelöst, okay. Oder? Lass mal kurz rollen. Ja, wir werden nicht langsamer, also ist soweit alles gut. Theoretisch müssen wir jetzt hier hin, um zu sehen, was wir überhaupt machen. So, wir tun jetzt mal so, als seien wir hier der Rangierer und nicht mehr der Lokführer. Können wir eigentlich die Türen aufmachen während der Fahrt? Nee, können wir nicht. Nicht schlecht. Drehen uns mal nach hinten. Ungewöhnliche Zugformation. So, ich würde auch sagen, wir fahren jetzt mal nicht schneller als die 25. Ich hoffe mal, das ist nicht zu bestätigen, weil ich nicht genau weiß, wo bestätigt werden muss. Na, ich drück mal ein paar Mal. Okay. Müsste jetzt alles in Ordnung sein. Okay. Ja, witzig. Haben wir so auch bisher noch nicht gemacht, oder? Wir hätten noch vielleicht das Licht hier umstellen müssen. Okay, ich weiß nicht, ob wir im Tunnel hier genug Platz haben mit unserer Kamera. Oder ob wir nicht rausgekickt werden. Ah. Ah. Nee, klappt nicht.
So, in 300 Metern haben wir ein halbzeigendes Signal, deshalb fahre ich mal. Bisschen zu früh. Ich glaube, wir müssen an die Wagen auch gleich noch ankuppeln. Die Leute haben schon ihre Regenjacken an. Ich hoffe mal, das ist kein Vorbote. Da hat jemand gehustet. Witzig. So, und wir bremsen, wenden die Bremsen an. Jawohl. Dann können wir jetzt abkuppeln. So. Ja. Komm schon. Sehr gut. Nachdem wir die 628 hier abgestellt haben, können wir die Wagen auf diesem Nebengleis abholen. Okay, also die hier. Wie machen wir das dann? Vermutlich. Ne, weiß ich nicht. Steigen wir erstmal ein. So, was genau ist jetzt die Anweisung? Vermutlich hierhin. Okay, ja doch, mit allen Wagen. Na, sonst würden ja jetzt nicht hier vier. Vier Flächen dort erscheinen. Die Autos warten auch schon ungeduldig. Tja, nimmt den Zug. Pech gehabt. Okay, dann einmal Rückwärtsfahrt ausgewählt. Und da rufen wir mal beim Fahrdienstleiter an. Haben wir irgendwo ein Telefon da? Nee, das ist die Abdeckung der Indusi. Ja, gut, dann machen wir das so. Fortfahren gemäß Signalbilder. So. Fortfahren gemäß Signalbild. Das Signalbild zeigt doch Halt. Ich traue dem Braten nicht. Okay, wir müssen es jetzt machen. Fortfahren gemäß Signalbilder. Ich weiß nicht, worauf wir jetzt warten müssen.
So, Bremsen lösen sich, hören wir hier auch sehr gut. Ach, herrliche Geräuschkulisse. Okay, noch haben wir keine Zwangsbremsung bekommen. Wir fahren jetzt auf jeden Fall mit Indusi-Befehl rüber. Okay, das war wohl kein Problem. So. Und jetzt sollen wir wohin? An einem Ort anhalten. Moment. Wir sind doch jetzt gerade hier zurückgefahren. Kamen von dem Gleis, fahren jetzt wieder auf diesem Gleis zurück. An der 628 vorbei, sondern da vorne irgendwo sein. Also sind jetzt hier auf dem linken Gleis. Hier wird es eingleisig. Und da vorne halten wir. Warum sind wir denn überhaupt gerade zurückgefahren? Verstehe ich nicht. Weiß ich nicht. So, die Uhr ist zu. Ich verstehe jetzt gerade nicht, warum wir nach hinten gefahren sind. Denn die Wagen nehmen wir ja mit. Ja, und jetzt fahren wir wieder auf dem gleichen Gleis. Das hat uns jetzt gerade gar nichts gebracht, nach hinten zu fahren. Naja. So, ups, wir sind zu schnell. Fahrtrichtungswende nach hinten. Also der Sound von den Güterwagen ist schon echt gut.
Jetzt hoffe ich, dass die Weiche richtig gestellt ist. Ich habe das nämlich nicht kontrolliert. Oh. Ich bin über ein halbzeitiges Signal gefahren. Ja. Ups. Ja. Gut, das war dann jetzt nicht beabsichtigt. Okay, dann hätte ich da, also gut, das war jetzt natürlich mein Fehler. Da hätte ich natürlich vorher erstmal beim Stellwerk anfragen müssen. Na gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen trotzdem bis hierhin und hoffe, dass ihr trotzdem viel Spaß hattet mit der 365, mit den neuen Güterwagen, die es dazu gab, mit der Niddertalbahn, die heute rauskommt. Mir gefällt das Ganze sehr und ich rede jetzt im Grunde genommen eigentlich nur noch, bis ich das Video beenden kann, bei Minute 36,50. Einfach nur, damit es dann 365 ist. Ist jetzt natürlich ungeplant, aber naja, man gibt ja irgendwie sein Bestes, irgendwie was auf die Beine zu bekommen, was halbwegs ansehnlich ist. Alles klar, dann wünsche ich euch alles Gute und alles Liebe und hoffe, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Macht es gut, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.